Hallo und herzlich willkommen an einem neuen Arbeitstag bei der Firma Enjoy Fahrzeugfolierung. Wir folieren fleißig weiter, haben hinter uns einen 8er Coupé stehen, ist jetzt schon auseinandergebaut. Da gehen wir jetzt einmal vor dem Folieren kurz drauf ein, dann kommen die Bilder zum Folieren. Also, bei diesem Fahrzeug haben wir demontiert die Spiegel. So, hier vorne haben wir einen Einlass, das ist nur eine Blende. Die wurde demontiert. Wir haben alle Leisten, die wir hinterher nach dem Porn oder in dem Porn sehen werden. Alles schön schwarz glänzend gewesen. Ne? Demontiert. Man kann ja auch mal wieder zeigen. Es ist ja oft so, dass die Demontage von einigen Bauteilen die Demontage der Türpappe erfordert. Ja, ein bisschen Elektronik drin, hier so ein paar Kabelchen, ein paar Seile. Das muss alles gemacht werden. So, Tankdeckel brauchen wir nicht erwähnen. Rückleuchten. Ja, Rückleuchten. Wird bei jeder Folierung werden Rückleuchten demontiert. Die lässt man einfach nicht drin. So, im Heck haben wir hier die Verkleidung abgebaut. Auch wieder die Rückleuchten. Ja, wie gesagt, es erfordert immer viel Aufwand. Aber nur so ist eine qualitative Folierung gewährleistet. Von unserer Seite aus. Ja, das war's zum Fahrzeug. Hier natürlich noch die Dachleiste. Kann ich rüber schwenken? Ah, stimmt. Dann dahin. Oh. Dahin. Wir haben da ein Fahrzeug stehen, da kommen wir gleich noch dazu. Aber das, weil das ein Schwarz-Weiß-Video wird und am Ende erst im Carporn zu sehen wird, was es ist, warten wir jetzt noch. Ja? Dürft ihr nicht sehen. So, Dachleisten hat er noch abbekommen. Zur Folierung ganz kurz. Der bekommt das Dach in Schwarz. Die Spiegelkappen sind bereits in Schwarz. Er hat schwarz glänzende Akzente durch das Night-Paket, Shadowline, Night-Paket, schwarz glänzend. Die Blende hier vorne in dem Kotflügel ist in schwarz glänzend. Die Nieren vorne haben überwiegend schwarz glänzend drin. Die Farbe, die drauf kommt, eine sehr schöne Farbe. Ja. Ein bisschen dezenter. So, und jetzt zum 8er Coupé würde ich sagen, legen wir direkt los. Gibt ein paar schöne Bilder zum Folieren und anschließend direkt den Carporn. Deswegen, go! After the scripture. We started to pray, holding our hands up, waiting for change. I hardly knew you, you knew me the same. So we built a shelter while we turned the weak away. Yeah. One touch, summer. She was stunned, they got me love struck. One breath, dumb fucked. I've been in love since I bust nut. Butt heads, fuck meds. She giving top in the lift. Forgive me for all of my sins. Swallow my kids, so I'm finna love to the last minute I live. Second I live till the devil come in with a 3.5 and a bottle of gin. A Glock and a grin saying, come walk with me, kid. But till then, I'm in heaven. Counting the seconds, ending. Juicing my lemons, living the present. Making it last, cause I'm leaving my pain in the past. The tenses. Tense hurt her, never meant her. She giving brain like she meant her. We moving past attention. So, nee, auf jeden Fall eine sehr schöne Farbe. Nach dem Achter haben wir natürlich hier fleißig in der Halle auch ein wenig zu tun. Wir haben hier zum Beispiel eine Corvette stehen. Z06C7. Steinschlagschutz. Können wir einmal kurz zeigen, gehen wir drauf ein. Also ich habe jetzt gerade erst die Spiegelkappen gemacht. Ja, alles aus einem Stück. Das Ganze muss ein bisschen antrocknen, damit freigeschnibbelt. Kotflügel sind foliert. Bleibt jetzt auch noch ein bisschen trocken, da gehe ich gleich nochmal dran. Die Motorhaube ist in Steinschlagschutz foliert. Der Vorderwagen, also praktisch komplette Vorderwagen, sprich die Stoßstange vorne. Wer uns auf Instagram verfolgt oder auf Facebook verfolgt, der folgt auch wahrscheinlich den Manu Haselhoff. Entschuldigung, Manu Roti vom Deutschland. Ciao! So, was anschließend noch passieren wird, ist die A-Säulenverkleidung hier. Ja, die Blende und die Scheinwerfer vorne werden ebenfalls in Steinschlagschutzfolie foliert. Weiteres zur Steinschlagschutzfolie geben wir hier aktuell nicht raus. Wir geben immer wieder die Infos zu einer selbstheilenden Steinschlagschutzfolie zwischendurch bei. So, wir haben hier noch eine Z06C7 stehen. Ja, ich wollte aber kurz noch was zum Steinschlagschutz sagen. Ja, sag. Oder ich jetzt nicht erklären, sondern was fragen, was ich gelesen habe. Und zwar hat einer gefragt, ob es auch möglich ist, den Scheinwerfer zu folieren, weil du gerade das genannt hattest. Ja, okay. Da hat einer dazu geantwortet, hat gesagt, nein, ich habe diesen Kommentar gelesen. Das stimmt nicht. Du, hör auf, Lügen zu verbreiten. Scheinwerfer folieren geht, ist rechtlich sogar erlaubt, weil eine transparente Folie, ob es eine Schutzfolie ist oder eine reine transparente Folie, beeinträchtigt. Genau, das war nämlich das, was er gesagt hatte. Es bricht wohl das Licht. Ja. Kollege, nein.
es bricht nicht das Licht. So, eine transparente Steinschlagschutzfolie oder generell eine transparente Folie darf man auf die Scheinwerfer mittels Schutz zum Beispiel, also für einen Schutz, so wie hier. Das ist jetzt natürlich nicht foliert, das ist jetzt gerade noch der Überstand vom Kotflügel. Aber da kommt auch eine Folie drauf. Ich denke, einzelne Fotos werden dazu folgen. Mehr brauchen wir zu dem Fahrzeug nicht sagen. Angesagt habe ich gerade das Fahrzeug. Das ist dasselbe Fahrzeug, nur in schwarz. Nicht Hammer. In grün, sondern in schwarz. Hammer. Sehr schön. Ja, bei den meisten Black Friday oder Black Week und bei uns ist diese Woche Corvette Week. So, die Corvette bekommt keine Steinschlagschutzfolierung, die bekommt eine Komplettfolierung. Lasst euch überraschen, das wird erst nächste Woche foliert. Zu sehen bekommt ihr das dann wahrscheinlich in circa 2 Wochen. Ja. In etwa. So, wir haben aber noch ein sehr schönes Fahrzeug aus der Schweiz. Echt? Ja. Ist das aus der Schweiz? Ist aus der Schweiz. Cool. Ein VW Up GTI. Der Kunde ist extra aus der Schweiz angereist. Können wir auch kurz zeigen, da haben wir einmal das Dashboard foliert. Finde ich schön, in glänzendem Carbon. Das glänzende Carbon versuche ich ja immer wieder ans Mann zu bringen. Oder ans an den Mann? Nein, an den Mann zu bekommen. Denn sie wirkt halt sehr echt. So, ich weiß nicht, wie viel Licht hier gerade drauf fällt, aber das Dashboard, können wir kurz sagen, VW Up GTI oder generell VW Up. Das Dashboard kann man leider nicht ausbauen. Wir haben die Info, dass dieses Dashboard von innen verschweißt ist mit dem gesamten Armaturenbrett. Das heißt, eine Demontage dieses Bauteils erfolgt höchstens, wenn man das ganze Armaturenbrett ausbaut, was wir nicht tun. Was wir jedoch demontiert haben, ist zum Beispiel die komplette Radioeinheit, natürlich hier die Halterung, die Lüftungsdüsenschlitze. Auf der Seite haben wir auch ein kleines Stück. Ja, an sich war es das zum Fahrzeug. Beziehungsweise, noch eine Kleinigkeit haben wir gemacht. Denn diese Fahrzeuge, der hat ein schwarzes Dach, serienmäßig, also sprich, das ist lackiert. So, dann gibt es dieses Bauteil, ist ebenfalls lackiert. Jetzt haben wir leider kein Vorherbild, einen weißen GTI. Dieses Stück hier, ja, das ist schwarz original, aber dieses Stück ist immer in Wagenfarbe, in diesem Fall weiß. Da das optisch nicht schön aussieht, weil es unterbricht, haben wir dieses Bauteil, nicht zum ersten Mal, sondern schon öfters bei solchen Fahrzeugen, in schwarz, passend zum Dach, foliert. Ja. Wir haben noch 2 Motorräder stehen. Wir haben auch hier noch eine Kleinigkeit. Es ist ein BMW X5, aktuelles Modell, hat eine komplette Folierung bekommen. Muss ich aber so sagen, die Folierung wurde nicht in unserem Hause durchgeführt. Dennoch gibt es Sachen, die wir aktuell bei diesem Fahrzeug erweitern an Folierungen. Können wir kurz zeigen? Ja. So, dieses Fahrzeug hat die Folierung von außen komplett in diesem, es ist ein Satin Dark Grey, haben wir öfters die Farbe. So, und das, was er als Erweiterung bekommen hat, sind die Einstiege. So, die Einstiege, sprich die Einstiegsleisten, ja, das Ganze, was hier innen ist, einschließlich hier, ja, die gesamte Fläche ist foliert. Dazu hatten wir die Tür natürlich demontiert. Leider war der Kameramann nicht da, sonst hätten wir auch das gefilmt. Aber das dazu. Ja, Motorrad. Wir haben hinten 2 Motorräder stehen. Die werden beide über die Saison foliert. Das eine ist bereits auseinandergepflückt. Bekommt eine Folierung, die wird einfarbig, aber bekommt noch so ein paar Nummern drauf. Das andere Motorrad wird auch foliert. Da ist allerdings noch nicht schlüssig, was es bekommt. Und da das ein längeres Projekt ist oder ist es ein einfaches Projekt, weil es bekommt nur eine einfarbige Folierung. Mhm. Die Farbe ist noch unbekannt. Mhm. Da das Motorrad aber über den ganzen Winter hier steht, hat das sowieso noch Zeit. Mhm. So, und kurz bevor die Saison anfängt, geht das nochmal schnell ran und dann muss das wahrscheinlich foliert werden. Ich habe auch voll viele gefragt, gelesen gehabt bei Instagram. Ja. Da hat einer zum Beispiel geschrieben, ihr foliert doch Motorräder. Ja, ich habe auch ein paar Kommentare gelesen. Ich möchte niemanden persönlich ansprechen. Aber die Person, die sagt, ach, ihr foliert doch Motorräder. Wer hat denn behauptet, dass wir keine folieren? Wir haben so etwas ja nie behauptet. Denn wenn wir E-Mail-Anfragen bekommen, beantworten wir diese Anfragen immer mit einem, ja klar. So, und die Motorräder werden je nach Modell und je nach Motorrad, je nach Aufwand berechnet. Ja, es gibt Motorräder, die können wir für 300 Euro folieren. Es gibt auch Motorräder, die liegen schon bei 1000 Euro. Das ist immer ganz unterschiedlich. Wir haben jetzt hier zwei, ich sag mal, etwas sportlichere Bikes. Das ist einmal eine R6, die, wie gesagt, die steht ein bisschen länger hier. So, das ist ein Bike. Ja, was ist das? Erkennt man nicht. Naked Bike. Das ist eine BMW RR S1000. Ein Facelift-Modell.
sieht man hier an dem Scheinwerfer zum Beispiel. S1000RR. S1000RR, Entschuldigung, ich habe das RR, S1000. So, das ist die Frontkanzel, hier haben wir zum Beispiel die Seitenverkleidung. Das sind Bauteile, die da nicht foliert. Hier haben wir zum Beispiel, ja, das ist aufwendig. Ja, guckt euch das Bauteil mal an. Ja, hier mit den einzelnen. Das ist nicht mal eben gemacht. Nee. So, werdet ihr definitiv auch noch zu sehen bekommen. Ausgiebig Fotos bei Instagram und Facebook, aber auch bei YouTube werden wir dafür ein extra Video machen, wo wir nochmal, auch während wir das, die Bauteile folieren, werden wir darauf eingehen. Also das wird eine ausgiebig erklärte Folierung von einem Motorrad. So, Motorräder folieren wir, das haben wir auch schon mal erwähnt in einem Video, wir folieren Motorräder hauptsächlich, wenn die komplett foliert werden, immer nur zur Wintersaison. Weil in der Sommersaison ist meistens, oder werden die Motorräder ja meistens bewegt oder wollen bewegt werden. Und beim Motorrad ist das nicht so, dass wir wie bei einem Auto 3 Tage drangehen und dann ist das Ding fertig. Meistens machen wir es so, dass es entweder eine Woche, 2 Wochen, vielleicht auch einen Monat vor uns steht und wir in der Zwischenzeit das Ganze realisieren können und umsetzen können. So, ich würde sagen, wir springen jetzt rüber zum nächsten Auto. Ihr wisst sicherlich, welches Auto das ist. Gesehen habt ihr es, denke ich, auch mal. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Oder sollen wir erst Porn machen? Ja, wir machen erst Porn und danach sprechen. Erst Porn und dann Porn. Genau so machen wir es und deswegen gibt's jetzt zum Rap-Porn. I'm a mastermind, a murder beast, a past the time. I'll see you on the other side. I hope that you can last the night. Yeah, I'm a mastermind, a murder beast, a past the time. I'll see you on the other side. I hope that you can last the night. Yeah, I wanna hit a level called midnight. Don't kill my vibe, everybody better get right, right. Giving you the music and the insight. Guy up on my right wants to start a fucking fist fight. Right. I wanna hit a level called midnight. Don't kill my vibe, everybody better get right. Yeah, giving you the music and the insight. I wanna hit a level called midnight. Boat when I'm woke, run up on a rhythm like whoa. When I'm in a place, those decks in my face. When I send them away, spend home like pow. I don't wanna talk, step out. Don't wanna know, get out. I ain't gotta listen to any of your childish talk. Fam, you are dead out. There's no tasting me. Boat when I stand right next to me. When I'm in a rave and I spit my bars, better treat that shit like ecstasy. I'm like, nah, better me. Rhythm like his telepathy. You know what the next thing that I talk. When I turn you into a centipede, I'm like, blah. I don't wanna cause no trouble. People wanna see double. I don't wanna cause no trouble. Make them people trouble. I don't wanna cause no trouble. But people wanna see double. I don't wanna cause no trouble. Make them people crumble. I'm like boy. But people wanna see double. I'm a mastermind, I murder beats to pass the time. I'll see you on the other side. I hope that you can last the night. I'm a mastermind, I murder beats to pass the time. I'll see you on the other side. I hope that you can last the night. Wow. Der Supergolf hat das Design bekommen. Das Design war natürlich vorgeschrieben. Ja, es gab einen Entwurf zu dem Design, hat man ja auch gesehen. So, ganz kurz zum Verlauf des Designs, also zum Verklebeverlauf des Designs. Viele werden sich vielleicht oder wahrscheinlich auch gefragt haben, warum nicht jeder Streifen einzeln geklebt wurde. Das hat einen bestimmten Grund. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel die ganze Seite, alles in einem mit den Streifen, ja, zu plotten und das praktisch so aufs Fahrzeug zu applizieren. Allerdings haben wir dann eine Problematik. Ja, Herr Klinke. Problematik ist, man legt das Design irgendwo an. Das Problem ist, wenn wir halt eine Folie haben, also sprich mit dem Übertragungsmaterial, mit der Übertragungsfolie. Aufgrund der Fahrzeugführung, gerade mit dem Rocket Bunny, was breit ist, wird sich das, wahrscheinlich pro Streifen wird es an dem oberen Bereich, aber da, wo es weiter rausguckt, also 3D-mäßig breiter wird sich so ein Streifen verziehen. So, und das war der Grund, warum wir zum Beispiel jeden Streifen einzeln gemacht haben, weil du dann optisch vorm Auto stehst und jeder Streifen wirklich exakt mit demselben Abstand zueinander läuft. Das ganz kurz erwähnt, erklärt, gesagt. Wir sind angelangt bei unserem Folien-ABC. Buchstabe W. West Coast. West Coast.
Mach nochmal. Mach nochmal. Ja. Stopfen ist drin? Ja, weil ja. Habe ich gehört, ja. Sonst hört sich das nicht mehr so raus. So. Ja. Das so. Das ist gut erklärt. Timo, meine Damen und Herren. Werkzeug. So, Werkzeug. Jeder kennt Werkzeug. Man denkt wahrscheinlich direkt an Schraubschlüssel oder Knarre etc. So, Werkzeug. Folierwerkzeug natürlich, ja, was unsere Hauptwerkzeuge sind. Das ist eine Werkzeugtasche für uns. Die haben wir hier so um die Hüfte. Es gibt natürlich auch andere Methoden. Es gibt Leute, die keine Tasche haben, aber die Tasche ist eigentlich immer am effektivsten. So, Hauptwerkzeuge können wir mal zeigen. Das ist einmal ein Rakel. Ja, dieser Rakel hier hat einen Rakelbezug. Gehen wir nicht drauf weiter. Ein Messer. Ein Cuttermesser. So, hier haben wir zum Beispiel einen Handschuh. Ja. Wofür ist der gut? Ein Handschuh, ja. Dieser Handschuh ist Teflon beschichtet. Und damit arbeiten wir, weil wir, ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. So, damit kann ich sehr schön über die Folie gleiten. Jetzt Szenario, ich mache die Folie warm. Sagen wir hier an der Kante, weil ich das hier so umlegen möchte. Ich mache die Folie hier warm. Und so gleite ich halt drüber. Falls ich das Ganze so machen würde, würde ich eventuell ins Stocken kommen und die Folie nur aufschieben. Deswegen ein Handschuh. So, was wir oft benutzen, ist eine Pinzette. Was haben wir denn noch Schönes? Wir haben ein Maßband, was wir auch immer benutzen zum Ausmessen der Folie. Ein häufig benutztes... Na, wie heißt das? Ja, soll man das jetzt sagen? Es hat im Foliererkreis in der ganzen Bundesrepublik Deutschland den Namen Bulgare bekommen. Ganz Europa sogar. Ganz Europa. Sicher? Ganz sicher. Oh, jetzt lehnst du dich aber aus dem Fenster, Kollege. Ganz weit. Ja, das ist der Bulgare. Das ist zum Beispiel, damit arbeiten wir zum Beispiel in den Dichtungen, in den Sicken, Kanten etc. Ja, dann haben wir noch so ein paar spezielle Kleinigkeiten. Hier haben wir zum Beispiel den, der nennt sich Little Chiseler. Er ist auch nochmal so für gewisse Ecken, Kanten. Das ist ein sehr cooles Werkzeug. Ja, das ist zum Beispiel in Ecken, wo man nicht so gut drankommt. Kann ich mal kurz zeigen. Ja, beispielsweise, ich möchte jetzt hier ein bisschen weiter reinarbeiten. Dann kann ich mit diesem Rakel... Also von innen andrücken. Genau, da war jetzt eine Dichtung zwischen, deswegen bin ich nicht ganz so tief reingekommen. So, ein paar Klingen haben wir hier. Ja, immer neue Klingen. Das sind die Austauschklingen praktisch für dieses Messer hier. 30 Grad. Und das hier nennt sich... Safety-Messer, oder? Safety-Cutter-Messer. Das ist der Safety-Cutter. Ja. Oder nennt sich auch... Der coole Begriff davon war wie? Snitty? Puppi. Meiner hieß Kuppi. Deiner hieß Kuppi. Was schnüffelt der in deiner Tasche rum? Ey, Kollege, hast du keine eigene Tasche oder was? Werkzeuge, also ganz grob erklärt. Was wir jetzt noch zum Schluss sagen wollen, wir sind morgen und übermorgen und das darauffolgende Wochenende auf der Essen Motor Show am JP Performance Stand zu erreichen. Zu erreichen, zu sehen. Wenn die Leute das Video sehen, haben wir heute geschlossen. Genau, wir sind zwar aktuell im Video gerade hier, sind aber aktuell. Jetzt hier, in diesem Moment nicht hier. Nächste Woche haben wir was sehr, sehr Schönes im Video. Heute darf Danny Tschüss sagen. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal und schönen Tag. One touch, summer. She was stunned, they got me love struck. One breath, dumb fucked. I've been in love since I bust nut.